Die nächste Folgeerscheinung, die ich Ihnen nun vorstelle, ist die Ataxie. Dies ist eine Störung der Bewegungskoordination. Diese äußert sich in unkontrollierten und überschüssigen Bewegungen. Ein kleines Beispiel dafür ist zum Beispiel, Ihr Angehöriger möchte ein Glas Wasser greifen und er weiß, wie er greift und geht hin und auf einmal schießt der Arm vor oder schießt nach oben. Und das ist die Ataxie, das heißt, es ist ein Kontrollverlust über die Bewegung. Und da möchte ich Ihnen auch noch ein paar Punkte mit auf den Weg geben, die Sie beachten sollen. Zu einem ist auch hier wieder die Sturzgefahr exorbitant erhöht. Auch die Verletzungsgefahr. Stellen Sie sich vor, Ihr Angehöriger hat gerade ein Messer in der Hand, weil er sich ein Brot schmieren wollte und auf einmal macht er eine hektische Bewegung und verletzt sich damit. Dort können zum Beispiel auch Hilfsmittel benutzt werden. Es gibt zum Beispiel Trinkbecher. Dort ist ein Deckel oben drauf mit einer Gummilippe, wo nur Flüssigkeit rauskommt, wenn man wirklich trinken möchte. So ist zum Beispiel, wenn der Becher irgendwie verwackelt wird oder aus der Hand fliegt, dann passiert nichts Schlimmes. Ebenso gibt es zum Beispiel Gehhilfen extra, die eingesetzt werden können. Und auch hier ist es wichtig, dass gezielte Physio- und Ergotherapie dieses Problem angehen. Denn auch dort kann wieder viel, viel rehabilitiert werden und es entsteht Linderung.